Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Castle Story. Wir schaffen es jetzt hier hoffentlich gleich mal, das hier hinzubekommen, sodass... Ja? Okay, anscheinend nicht. Du nimmst das jetzt und machst diesen Bauauftrag. Dass wenigstens mein Heilkreis hier noch richtig positioniert ist. Ich glaube, das Ding hat eine groß genug Aura, dass es auch passt. Deswegen muss ich mir da keine Gedanken machen. Und dann ist das letzte Wichtige hier, dass wir das Ding noch fertig verschließen. Also jetzt halt hier Blöcke drüber bauen. Auf der Seite nochmal kurz einen Weg nach oben. Und dann bauen wir hier auch nur noch zu. Zack, zack. Hierzu und da kommt noch ein einziger Block, ein halber Brick hier drin. Dann ist das Ding nämlich komplett eingeschlossen und somit vor jeglicher Gefahr sicher. Gleichzeitig habe ich jetzt halt aber auch noch eine Heal-Aura mehr hier vorne, was das Ganze echt viel einfacher machen sollte. Wieso spawnen hier gerade aus dem Nichts Steine? Hä? Der Boden repariert sich irgendwie von alleine, schaut euch das an. Da, der ebnet sich von alleine wieder hoch. Hä? Was zur Hölle ist das denn bitte? Gehört das zu dieser Regeneration? Moment, jetzt ist aber ein bisschen hochgebaut worden. Jetzt ist so hochgebaut worden, dass sie wieder an einem Stück hier hochklettern können. What? Ey Leute, das Spiel ist echt eigenartig. Was? Nugget, was zur Hölle? Nugget, du bist auch ein Idiot, ey. McNugget. Sergeant McNugget. Du musst hier wieder eine Reihe nach unten bauen, ansonsten kommen die zu leicht hier hoch, verdammt nochmal. Dann bringt das alles ja nichts, wenn ich hier nicht wenigstens eine komplette Reihe hier gerade habe. So, okay, das müsste jetzt nicht noch eins tiefer sein, aber es ist auch okay. Und jetzt gehst du bitte hier rüber und machst dasselbe auf der anderen Seite. So. Can't reach my destination, okay. Ich verstehe es nicht ganz wieso, aber es ist okay. Du bist ein bisschen eigenartig. Kann das sein, Nugget? Moment, eigentlich würde es ja dann reichen, wenn ich konsequent... Ne, ich muss eine Reihe, entweder die vordere oder die hintere Reihe hier wegbauen. Ne, vergesst meinen Gedankengang. Der macht so keinen Sinn. Okay, jetzt ist hier wieder alles safe. Wir sind bereit für die nächste Armee. Haben so viel Schaden hier und Bogenschützen und alles, dass das wirklich easy gerade geht. Und müssen hier noch einen Block hier hinbauen. Also wirklich so eine Art Treppe nach oben. Vielleicht lasse ich sogar die Treppe stehen. Ich meine, mein Gott, ob die jetzt halt von oben sich dann dahin positionieren oder whatever, ist mir eigentlich auch egal. Aber ich hätte gern mehr Wards noch, also von den roten Dingen. Die sind halt einfach so stark. Aber wo baue ich die hin, dass sie nicht so leicht erreichbar sind und gleichzeitig gut feuern können? Na, das hat ja auch nicht funktioniert, der Trick hier mit dem da. Also das ist wirklich die maximale Raumbreite, die ich hinbekomme. Ich könnte höchstens irgendwie hier schauen, dass ich die Wände hier ein bisschen anebne. Würde das vielleicht gehen? Quarry? Nee, Quarry war es nicht. Okay, nicht Quarry. Dann ein Tunnel, genau, vielleicht so. Und bauen den Tunnel hier hin und gehen bis hier rüber und dann noch da einen Block rüber oder auch nicht. Doch, gehen noch hier Blöcke rüber. Und dann bauen wir das jetzt einfach mal so. Das einzig Wichtige ist nur, dass mein McNugget dann hier die Ebene auch so ankratzt, damit die nicht am Ende jetzt halt alle seitlich laufen. Wenn mir das nur eine einzige Welle passiert, glaube ich, war es das. Und du bist langsam echt weit oben. Der macht das wirklich ernsthaft. Der arbeitet sich nach ganz oben hier durch. Dann brauche ich nur noch zwei von diesen blauen Pylonen und da kann ich hier oben lauter Artillerie hin befestigen. Boah, das würde schon geil aussehen. Wenn dann hier oben auch überall Artillerie wäre, die wo dann immer hier so runterfeuert. Piau, piau. Boah, das wäre wirklich geil. Vielleicht machen wir das sogar. Vielleicht kommen wir da sogar hin. Nugget, könntest du mir gleich kurz hier den Gefallen tun und da mal ein bisschen ebnen, damit hier nicht irgendjemand auf falsche Gedanken kommt mit Hochklettern? Dankeschön, machst du gut. So. Und schon sind alle Chancen, hier irgendwo hin zu klettern, vernichtet worden. Vielleicht sogar hier noch eins mehr. Und hier auch noch den da weg und den da weg. Und jetzt hat wirklich keiner mehr irgendeine Chance, hier irgendwie zu klettern. Ey, wir haben so viele Steine jetzt seit Neuestem, das ist echt abartig. Und du arbeitest bitte hier an diesem Tunnel-Dingens, Bummens, whatever. Was baue ich hier? Hier baue ich einen Tunnel, da baue ich den Tunnel. Oh, der ist ja fertig, den können wir abbrechen.
Und der ist auch fertig. Nice, dann gibt es hier wirklich gerade nur noch dieses Tunnelsystem. Ja, wenn es funktioniert, dann können wir hier noch mehr Mauern hinbauen und vielleicht sogar ein bisschen noch in die Breite gehen und da dann noch hier so eine Reihe davon positionieren. Das heißt, wir könnten auf alle Fälle schon mal auf Vorrat ein paar rote produzieren und noch einen blauen. Rote, da sehe ich gerade, haben wir sogar echt viele. Und von euch sollte sich jetzt mal wieder einer darum kümmern, vielleicht sogar du, dass du ein bisschen Iron hier ran schaffst, weil wir haben gerade viel zu wenig Iron. Wir können gerade keine Iron-Sachen mehr schmelzen. Toll, oder? Und ihr arbeitet hier hoffentlich fleißig. Oh, Suki, das muss immer... Nee, du musst eigentlich gar keinen Umweg gehen, hä? Du könntest doch einfach hier hochgehen und da dann die Wände wegmachen. Wieso gehst du so kompliziert? Sind denn alle gerade hier irgendwie tot? Nee, Moment. Delta ist an der Schmiede. Git ist keine Ahnung wo. Das ist mir jetzt halt egal. Git, du wirst jetzt abgezogen. Du baust jetzt halt hier den Tunnel, bitte. Und dann kommt eh schon die nächste Welle. Die Leute stehen alle in Position. Bedeutet, wir müssen nur noch diese Welle hier verteidigen. Yay! Oh, das gefällt mir irgendwie. Hier einfach so einen Block hinstellen, der wo dann dafür da ist, alle zu heilen. Und die Gegner kommen halt nicht leicht durch. Bin ja gespannt, wie das jetzt hier klappt. Schon wieder ein Boss. Echt jetzt? Oh mein Gott, die Bosse werden gar nicht mehr so selten hier auf Dauer. Am Anfang waren sie noch selten und jetzt kommen die hier fast permanent, ne? Okay, Phobos wird ein bisschen angegriffen, noch hält sich's unter Kontrolle. Marshall, oh mein Gott, ihr steht ja voll kacke. Ihr müsst das blocken, Leute. Na, was ist denn das für eine Welle? Ist ein Boss und das war's. Vier kleine, das interessiert ja niemand, ne? Okay, ich glaube dafür, dass der Boss noch größer ist als das letzte Mal. Pass mal auf, dass du nicht geschlagen wirst von dem. Oh Gott, du bekommst ein bisschen viel Schaden. Nein, 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 Bino, wirf! Nein, block den Schuss! Lauf! Oh, er hat es wirklich geschafft. Ich glaube, der hat den letzten Schuss hier abgeblockt. Und da geht auch der große Boss dahin. Der dritte Boss, den wir insgesamt schon getötet haben. Mann, das Spiel ist ja voll easy, ey. Also richtig, richtig easy. Haben wir schon wieder einen neuen Mitarbeiter? Nö, wir haben keinen neuen Mitarbeiter. Na gut, dann Git, arbeite mal hier an deinem Tunnel weiter. Hey, ein Block wegmachen, gleich mal 10 Steine. Das heißt, 2 Blöcke und er darf wieder zurück. Nice, da kommt er nicht wirklich vorwärts. Erklärt vielleicht, warum unser freundlicher Türmchenbauer hier auch gar nicht vorwärts kommt, weil er halt immer sau langsam erstmal alles hier hochklettern muss. Na, bis der Kerl damit fertig ist, ist Weihnachten. Schaut das mal an. Hochhüpfen, 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 hochhüpfen. Er müsste hier oben einfach das ganze Zeug jedes Mal einfach runterschmeißen. Das wäre mal eine geile KI, wenn die sowas realisieren würde, dass das schneller wäre. Oh. Oder er bricht einfach so alles runter, dass es tatsächlich denselben Effekt hat. Das rechne ich jetzt aber nicht der KI an. Okay, dann. Der Boden hier ist schon wieder ein bisschen arg angeebnet, aber noch hält sich's unter Kontrolle. Geht jetzt bitte wieder alle hier hinten hin. Und vor allem Marshall, du gehst auch in... Nee, stopp. Defensive Mode. Jeder von euch ist jetzt hier im Defensive Mode, oder? Ja. Stellt euch richtig hin und macht damit. Und einen von euch Arbeitern werde ich jetzt umziehen zu dem Helber, die... Ja, wobei, ob das so gut ist, lieber ein Bogenschützen mehr, oder? Wahrscheinlich wirklich ein Bogenschützen lieber mehr. Bauen wir hier noch 2 Kits für die Zukunft, dann sind wir auch gleich zukunftssicher. Und gerade könnte es ein bisschen problematisch werden, wenn sie nur hier diesen Block weghauen, wären sie instant auf meiner Verteidigungslinie oben. Das könnte schlecht ausgehen. Ich sollte mir vielleicht ganz kurz einen Mitarbeiter hier schnappen, und zwar Tsukides. Der muss hier wirklich das hier alles wegmachen, sonst kommen die wirklich noch in die Versuchung, sich so hochzuarbeiten. Aber wenn ich jetzt das sehen würde, ich würde es wirklich so machen. Ich würde meine Soldaten sagen lassen, macht diesen Block hier kaputt und danach lauft einfach über diese Seite von der Festung. Das wäre voll easy. Ich glaube, die könnten wirklich easy damit meine Festung einnehmen mit dem Trick. Deswegen müssen wir das ganz schnell verhindern, bevor da böse Sachen passieren. Can't reach my destination. Was ist denn dein Ziel, Git?
Bist du schon fertig? Oh, lol, du bist tatsächlich schon fertig. Ist ja eigenartig. Das ging jetzt wirklich, wirklich schnell. Dann könntest du wenigstens hier aber... Na, Moment. Stopp, stopp, stopp. Nochmal Tunnel und hier diese Säule da. Die gehört auf alle noch weg. Wo bist du jetzt hin? Torp, Sukides, könntet ihr bitte... Hallo, da arbeiten. Dankeschön, nicht faulenzen. Und jetzt dürfte das ein bisschen uninteressanter sein, sich hier hochzuarbeiten. Jetzt müssten sie nämlich erstmal den Block kaputt machen. Also erstmal den hier, dann den hier, dann den, 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 den. Und dann hätten sie so eine Art Treppe, aber das würde schon ein bisschen arg lange dauern. What? Ein so ein Steinblock gleich instant full, okay. Und wir können jetzt an der Stelle erstmal hier aus Verteidigungsgründen einen Stein so hochbauen. Das ist nämlich so eine kleine Wand, mit der können wir dann unsere Leute dahinter verstecken. Und dann könnten wir eigentlich hier noch so hinbauen. Wäre das eine gute Idee, hier hinzubauen? Oder baue ich hier dann lieber die ganzen Tower hin? Ich meine, im Endeffekt, die schießen eh nicht ganz gerade. Die schießen so ein bisschen schräg. Also das dürfte nicht stören, selbst wenn ich hier jetzt halt weiterbauen würde. Aber eigentlich würde ich schon... Oh, ich könnte hier oben noch einen hinbauen. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Wenn ich das so hinbauen würde. Würde das funktionieren? Mehr oder weniger, ne? Ja, doch, doch. Ha! Ich kann die Blöcke einfach so seitlich stapeln. Nice. Dann machen wir das mal, weil dann haben wir einen Weg und dann kann ich hier vorne unsere roten Dinger hier hinstapeln. Cool. Wenn das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Sukites, wo zur Hölle gehst du hin? Oh, sie könnten auch einfach den Block... Oh Gott, ich bin echt gespannt, wie die nächste Welle jetzt abläuft. Jetzt bin ich ein bisschen gespannt. Wieso helfen jetzt hier zwei, Marcy? Einer reicht doch hier oben, ganz ruhig. Wobei wir den Tunnelarbeiten-Dingens da auch hier abgeben können. Und hier können wir dafür noch dasselbe dann bauen. Also auf der Ebene anfangen, rüberziehen und danach kommt eh der nächste Tunnel. Weil ich kann jetzt halt nicht zum Beispiel hier einen Weg entlang ziehen und dann hier nochmal einen. Das geht irgendwie manchmal nicht. Das backt irgendwie volle Kanne. Machen wir eben das hier. Und wir haben gerade noch 2 Minuten, das bedeutet, du hier, nee, du arbeitest hier fleißig mit Nugget, du vielleicht, oh Gott, wir sind schon wieder komplett überladen mit Steinen, ey, wieso haben wir so viele Steine? Sonst hatten wir immer Steinprobleme und jetzt haben wir hier so viele Steine, dass ich keine Ahnung habe, wo ich diese Steine hinhauen soll, ehrlich gesagt. Hier wird jetzt halt auch erstmal alles hier angeglichen. Beziehungsweise, ich glaube, ich baue hier wirklich alles ab. Also so komplett alles hier weg, damit hier keiner in die Versuchung kommt, überhaupt sich dahin zu arbeiten. Weil es keinen Sinn macht, da hochzubauen. Die müssen über den mittleren Weg gehen oder sie haben keine Chance. Das will ich damit symbolisieren. Also hier weg, dann den Block weg. Der gehört noch unbedingt weg. Der hier auch, dann der hier. Der da auch noch und... Der hier. So, dann können wir jetzt halt nämlich bald, wenn der Tunnel hier oben fertig ist, hier alles nutzen. Also richtig gut hier alles nutzen. Dann müssen wir hier mal wieder auf ein paar mehr Bäumchen schalten. Heißt, der Job hier ist kacke. Den erweitern wir auf diese Bäume. Schmeißen hier wieder diese Plank Production an und geben noch ein paar mehr Lagerpunkte hier vorne in Auftrag, weil wir schon wieder komplett vollgeladen sind. Das ist zwar echt krass, aber wir sind wirklich schon wieder voll. So, dann machen wir hier eine große Reihe und hier eine große Reihe. Gut. Steine bis zum Umfallen. Ey, ich könnte ein Ebenbild von einem stehenden Yukai hier bauen, glaube ich, mit der Steinmenge. Aber ich glaube, das ist ein bisschen kompliziert. Okay, nächste Welle kommt. Heißt, Einheiten, stellt euch in Position. Nee. Kein Beschweren hier. Stellt euch hier schön in Position. Huch. Dahin bitte. Genau. Und damit steht ihr alle bereit. Ihr steht eurem Schöpfer heute nicht gegenüber. Heute werden wir die Verteidigung halten. Okay, das klingt irgendwie nach einer eigenartigen Motivationsrede. Es kommen 6 ganz kleine, 10 mittlere, 10... 0 große und 0 riesige. Okay, das ist okay. Das sieht sogar ehrlich gesagt easy gerade aus. Bisschen viel Fernkampfschaden jetzt hier in der ersten Schusswelle, aber wenn die vorbei ist, dann war es das auch mit Schaden.
Und da versuchen sie wieder irgendwo hinzukommen, aber schaffen es einfach nirgends. Marshall, wir tauschen dich mal kurz aus. Dann kommen zwar ein paar hier durch, aber das ist mir auch egal. Dann können dafür mehr Türme nämlich angreifen. Oh Gott, der hat sich hier durchgearbeitet. Nein. Sie haben einen weiteren kleinen Weg gebuddelt. Hilfe. Okay, 16 Gegner sind gar nicht so wenige. Die halten schon einiges aus, die Gegner. Oh Gott, jetzt arbeitet sich der hier auch hoch. Was hast du denn hier vor? Gong, kümmere dich mal bitte um den hier. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, warum der hier hochbauen wollte. Bis der da oben ist, ist doch Weihnachten. Aber okay, Leute, wir haben wieder mal zwei Wellen erfolgreich abgewehrt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, ihr kennt das ganze Spielchen schon. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.